Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Anna und ich habe vor langer, langer Zeit mal Sport- und Ernährungswissenschaften studiert und beschäftige mich seitdem eigentlich tagtäglich mit Ernährung und liebe es, neue Produkte zu testen oder Studien zu lesen, was es so Neues gibt in der Ernährungswelt. Und sehr, sehr oft werde ich gefragt, was ist denn dein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel? Was nimmst du wirklich persönlich täglich? Und deswegen, weil es anscheinend recht viele interessiert, möchte ich euch heute über mein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel etwas erzählen. Ernährungsergänzungsmittel nehme ich relativ viele immer mal wieder, aber ich nehme nur eines wirklich regelmäßig und täglich. Und das ist eben das Produkt, das hier steht, das ist das Algenöl. Algenöl enthält essentielle Fettsäuren. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, von denen ihr sicher schon mal gehört habt. Omega-3-Fettsäuren sind mega wichtig für das Herz, aber auch fürs Gehirn und für die Sehkraft. Und wenn man sich überlegt, dass die meisten Zivilisationskrankheiten und vor allem auch Krankheiten im Alter mit dem Herz zu tun haben oder dann auch mit der Gehirnleistung, also ich denke da an Demenz und auch die Augen werden im Alter sowieso schlechter, das kann man gar nicht aufhalten, das ist bei jedem so. Da ist eben mit diesem Hintergrund ein Produkt, das dem entgegenwirkt, die beste Vorsorge. Und das beginnt schon ganz früh, das beginnt nicht erst im Alter von 20, 30 oder 40, das beginnt sogar schon im Mutterleib, weil gerade ein ungeborenes Kind muss das Gehirn und muss die Augen erst entwickeln und braucht dafür ganz besonders viel Omega-3-Fettsäuren. Deswegen kann man eben von Anfang an bis zum Ende des eigenen Lebens Omega-3 einnehmen und tut sich damit was sehr Gutes. So, warum Algenöl? Omega-3-Fettsäuren habt ihr vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit Leinöl oder auch mit Hanföl vielleicht. Das ist etwas spezieller, aber manchmal kennt man es dann doch. Oder auch Walnussöl, Rapsöl, da sind Omega-3-Fettsäuren drin. Da ist vor allem die Alpha-Linolensäure drin. Die Alpha-Linolensäure, die gehört zu den Omega-3-Fettsäuren. Mit dieser Fettsäure kann euer Körper aber erstmal gar nichts anfangen. Er muss sie nämlich verlängern in die langkettigen Fettsäuren DHA, das ist Docohexaensäure, und EPA, das ist die Eicosapentaensäure. Einfach wieder vergessen, wir nennen es DHA und EPA. So, und diese zwei Fettsäuren, die braucht der Körper eigentlich, weil daraus macht er dann Hormone und diese Hormone machen dann wieder die guten Effekte für Herz und fürs Gehirn und für die Augen. So, deswegen, also wenn ihr jetzt sagt, ja, ich nehme jeden Tag Leinöl, da sind Omega-3-Fettsäuren drin, super, stimmt nicht. Nämlich, wenn der Körper die Omega-3-Fettsäuren, also diese Alpha-Linolensäure, die in Leinöl ist, nutzt oder nutzen will, dann muss er sie verlängern. Und dieser Verlängerungsprozess, der funktioniert beim Menschen leider nicht besonders gut. Weil ungefähr nur 30% von der Fettsäure, die du zu dir nimmst, wird umgewandelt in EPA und DHA. 30% ist ziemlich wenig, vor allem weil in Leinöl, das man jetzt auch nicht literweise trinkt, ist nicht so viel Alpha-Linolensäure drin, dass es reicht. So. Was ist die Alternative? Genau, man nimmt gleich EPA und DHA ein. EPA und DHA kommt vor allem vor in Fisch. Also wenn man jetzt regelmäßig Fisch isst und das sehr gerne tut, zum Beispiel Lachs oder auch Makrele, also so fette Fische, dann reicht es. Aber wieder Nachteil Fisch. Fisch ist sehr gerne mit Schwermetallen belastet, vor allem Quecksilber. Und deswegen sollte man eigentlich Fisch gar nicht so oft essen. Also wer das einmal in der Woche tut, das reicht. Reicht aber nicht für die Omega-3-Fettsäuren. Aber es ist besser für euren Körper, weil dann die Schwermetallbelastung niedriger ist. Das ist auch bei Biofisch so. Also Bio aus, ja, Biofisch an sich gibt es eigentlich nicht, aber auch wild gefangenen Fisch, also bei sehr gutem Fisch, nachhaltigem Fisch, sind trotzdem Schwermetalle drin. Das hat mit der Qualität von dem Fisch leider nichts zu tun. Deswegen würde ich euch empfehlen, esst Fisch gerne einmal in der Woche, aber nicht öfter. So, was kann man noch tun, wenn man jetzt eben nicht täglich Fisch essen kann? Man kann Fischölkapseln nehmen. Jeder, der schon mal so eine Fischölkapsel eingenommen hat, weiß, wie eklig das schmecken kann. Und zwar nicht nur bei der Einnahme, sondern Stunden danach. Ihr wisst, was ich meine. So, deswegen Fischöl nicht so die wirklich gute Alternative, zumal Fisch, also die Vorstellung, dass so ein entölter Fisch in dieser Kapsel da jetzt meine Nahrungsergänzung sein soll, für manche schwierig. Das nächste, was geht, ist Krillöl. Grillöl ist sehr umstritten, weil Grill ganz gern überfischt ist. Also wenn ihr Grillöl einnehmt, ist in Ordnung, aber achtet wirklich darauf, dass dieser Grill aus einer zertifizierten nachhaltigen Fischerei stammt, wo eben wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Grillbestandteil vom Meer entnommen wird und der Rest von dem Grill dann wirklich den Walen, die das eigentlich zu sich nehmen, bleibt.
So, wer mit Grill Probleme hat, weil Grill ist eben auch nicht vegetarisch, nicht vegan, für den gibt es nur eine einzige Alternative und das ist das Algenöl. Und deswegen ist das Algenöl mein persönlicher Favorit, weil Algen wachsen absolut ökologisch nachhaltig. Sie belasten, also sie sind sehr ressourcenschonend, sie belasten die Umwelt gar nicht. Und Algenöl schmeckt auch noch recht angenehm. Also ihr werdet, ich kann jetzt nicht sagen, das Algenöl schmeckt neutral. Es hat so einen ganz leichten algigen Geschmack. Und wer das nicht mag, der wird damit trotzdem gut zurechtkommen. Also bestes Beispiel bin ich, weil ich mag nicht mal Sushi wegen den Algen. Schmeckt mir absolut nicht. Das geht. Also man schmeckt es, wenn man es einnimmt, kurz und dann ist es aber sofort weg, dass es eben diesen leichten, typischen Meeresgeschmack hat. Aber es ist wirklich angenehm. So, und deswegen Algenöl, ich finde diese Dosierung hier auch ganz toll. Also die Flasche, es ist nicht in Kapseln, man kann so viel nehmen, wie man will. Wenn man jetzt meint, es reicht jeden Tag, was ist hier angegeben? Ich glaube 2,5 Milliliter, das reicht. Wenn man jetzt aber einen höheren Bedarf hat, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, dann nimmt man eben 2 Esslöffel. Geht super, besser wie wenn man dann jeden Tag 5 oder 10 Kapseln schlucken muss. Außerdem ist es hier in der Glasflasche, braune Glasflasche mit so einem super Verschluss. Da ist so, ich zeige das mal in die Kamera, weiß nicht, ob man das sieht. Da ist so ein Tropfeinsatz drin, bestens zu dosieren. Es passiert kein Unglück. Ich hatte mal ein anderes Produkt, da war oben eben nichts drin. Habe das auf einen Löffel getan, weil ich dachte, das ist so ein Dosierausguss und hat alles vor mir. Also furchtbar. Deswegen das Produkt einfach nur super, ich kann es euch empfehlen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne unten unter unseren Kanal rein und ich versuche dann euch diese Frage zu beantworten. Ja, in dem Fall, das war es schon von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten und euch auch das Algenöl näher bringen. Und hoffe natürlich, dass viele von euch jetzt täglich auch Algenöl einnehmen werden für eure Gesundheit. Und ja, von dem her freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ich euch das nächste Thema erklären darf.